Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Part, die Sims 4, die Reise nach Batuu. Es tut mir leid, dass der letzte Part etwas her ist, oder jetzt der neue Part, der Abstand etwas größer war. Ich hatte am Wochenende leider Besuch und ja, hatte keine Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Aber wie versprochen im letzten Part habe ich Bale, die Programmierfähigkeit, auf Level 3 geschafft. Und hier mit Moni habe ich jetzt auch endlich den Kommunikationsturm gefunden für die Mission. Wir müssen ja jetzt noch hier die Mission weiterbringen. Den habe ich jetzt hier endlich gefunden, nach wirklich sehr, sehr langen Suchen. Ich war irgendwie blind. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Aber das machen wir jetzt hier. Und dann können wir nämlich dem Widerstand Bericht erstatten. Dann machen wir das erstmal. Und holen uns direkt eine neue Mission ab. Und dann gucken wir mal, was, ich glaube, ich habe letztes Mal eine neue Mission mit Bale angenommen. Genau, die müssen wir uns dann auch noch anschauen. Aber erstmal reden wir jetzt hier mit einem aus dem Widerstand. Die verstecken sich hier alle hier im Wald. Da haben wir sie doch. So, dann, einmal... Nee, warum rennst du jetzt weg? Bericht erstatten. Habe ich es schneller? Warum ist das jetzt weg? Mach doch mal, was ich möchte. Jetzt rennen sie hier weg. Düm, 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 düm. Oder laufen die auf den dazu? Das weiß man nicht so genau. Ja. Muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen. So ein bisschen schon wieder her. Wo bin ich denn? Warum? Oh. Du sollst doch Bericht erstatten. Warum hat... Oh Mann. Warum machst du nie, was ich möchte? Ja, ich habe mich noch nicht dazu entschlossen, ob ich das jetzt irgendwann aufhöre, den Part. Wieso kann ich ihr denn nicht Bericht erstatten? Sie gehört doch auch zum Widerstand. Okay, jetzt gehe aber zu ihr hin. Ja, also die Parts laufen jetzt nicht so gut. Warum möchtest du ihr denn nicht Bericht erstatten? Hör auf. Das jetzt was? Endlich. Ja, also die Parts sind jetzt nicht meine besten Videos auf meinem Kanal. Es gibt aber einige, die es sich anschauen und eigentlich möchte ich sie jetzt auch nicht unbedingt enttäuschen. Das muss man hier lesen. Möchte sie jetzt nicht unbedingt enttäuschen und plötzlich aufhören. Also ich schaue es mir noch weiter an. Wie gesagt, mir macht es ja auch selbst Spaß, das Spiel zu spielen. Und ja, dann werde ich mich einfach weiter dabei aufnehmen, denke ich mal. Aber mal sehen. So, wir haben die Mission abgeschlossen. Ich bin jetzt Rang 1 im Rang 1 als Sympathisantin. So, beim Widerstand erreicht. Freigeschaltete Belohnung des Widerstands, galaktische Credits, Anorak des Widerstands, Interaktion, ausgekühlter Plan aushacken. Und ja, die folgenden Objekte können aus am Holotisch des Widerstands gekauft werden. Datenstift und Elektrofernglas. Wir können uns jetzt auch einen Droiden kaufen. Das werden wir mit Bale machen. Das werden wir wahrscheinlich auch noch in diesem Part erledigen. Aber jetzt holen wir uns erstmal eine neue Mission für Moni, weil ihre Hauptmission ist ja zwei Missionen für den Widerstand abschließen. Ja, genau. Auch noch Geld bekommen. So, dann entzünde den Funken. Das ist ja immer so das Codewort für... Oh, eine neue Mission. Oh, wir haben nur eine. Okay, also, Sosmi Praxon möchte, du hast uns bisher gut unterstützt und wir können erneut deine Hilfe brauchen. Wir müssen die Grundversorgung sichern und die erste Ordnung von uns ablenken, zumindest nur für kurze Zeit. Bist du dabei? Wie wartet im Wald auf deine Antwort? Ja, natürlich bin ich dabei. So, wie Moradi treffen, die hatten wir doch hier gerade schon. Das war doch wie... Ja. Wie Moradi treffen. So, jetzt hoffentlich klappt das jetzt auch direkt auf Anhieb. Ich möchte nicht mit dir reden. Ja. Dafür kriegen wir jetzt schon 200. Das ist ja easy going. Gehen jetzt auch gleich dann zu Bale und gucken, was er macht, damit es ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und dann werden wir auch noch den Druiden kaufen. Okay, was sagt sie uns? Wir müssen die Ordnungssysteme der ersten Ordnung stören, um sie mit dem X-Flügler ablenken, damit
damit ich mir die Ausrüstung schnappen kann. Der X-Flügler muss repariert werden, aber mit ein paar neuen Teilen ist er so gut wie neu. Meine Freunde haben mir gesagt, dass ich dir vertrauen kann. Naja, wir werden sehen. Legen wir los? Natürlich legen wir los. Was müssen wir dann machen? Ein Sternjäger-Verkehrsüberwachungssystem der ersten Ordnung stören. Ja, da müssen wir wieder zum Kommunikationsturm. Hacke es, um die Luftschiffverkehrsüberwachungssysteme zu stören. Ja, glücklicherweise weiß ich jetzt, wo der Wachturm ist. Dann machen wir das gerade noch. Sollen wir Bail mitnehmen? Ja, wir nehmen Bail mit, weil da kann man auch direkt den Droiden kaufen. Dann machen wir das beides mal. Und ja, und dann schauen wir mal, was für einen Droiden wir uns aussuchen. Aber erstmal zum Kommunikationsturm. Wo war denn das? Wo war denn hier? Genau hier ist das Droidendepot. Und hier war der Kommunikationsturm. Ah, da. Dann machen wir das jetzt mal schnell. Hoffentlich werden wir nicht erwischt oder verhaftet oder sonst was. Obwohl das ja auch mal lustig wäre, verhaftet zu werden. Ja, also machen wir das erstmal. Warum habe ich denn Geld verloren? Oder hat er sich was zu essen gekauft? Gut, das darfst du. Bail, du darfst dir in der Zeit hier ein... Warum geht das nicht? Oh, wir brauchen Altmetall. Ja, aber Altmetall kann man auch finden in so Schrotthaufen. Gibt es hier nicht irgendwelche Schrotthaufen? Oder hat Muni nicht... Du hast doch hier auch Teile. Altmetall. Dann geben wir ihm das mal. Dann haben wir jetzt 4. Wieso ist der denn unwohl? Aber wir brauchen 6. Okay. Naja, gucken wir mal, warum. Was ist jetzt hier los? Hat er schon wieder nicht geklappt? Wurde geschockt. Ansonsten geht's mir eigentlich gut. Mach weiter. Und Bail, du musst Altmetall suchen. Oh, hier ist der. Bail könnte ihn eigentlich auch ablenken. Aber wir suchen Altmetall. Gibt's hier noch Schrotthaufen? Sonst müssen wir welche kaufen, aber ich will gar nicht. Ich will gar keine kaufen. Die ganzen großen Häuser sieht man noch nicht so viel. Wow, ich habe die Videospielfähigkeit erworben. Sehr wichtig auf Batu. Nee, ich sehe jetzt auf Anhieb keinen Schrotthaufen. Dann gucken wir mal, was Altmetall kostet. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so teuer. Wir brauchen 1000 für den Druiden. Bist du... Oh, die ist schon wieder unwohl. Ah, aber ich habe es geschafft. X-Flügerteile ersetzen. Okay, dann kaufen wir jetzt noch die 2 Altmetallteile, die wir brauchen für den Druiden. Oh, jetzt hab ich die gekauft. Oder? Nee. Doch, er hat sie. So, dann... Immer noch 4. Oh, nee. Dann gucken wir nochmal, da, wo die Kantina ist, ob wir da noch Altmetall finden. Dann machen wir erstmal hier weiter. X-Flüger, was soll ich jetzt? Ich habe schon wieder vergessen zu lesen. Es fehlen 5 X-Flügler-Teile. Frage mit, jetzt habe ich den Faden verloren. Warum, hä? Warum gehst du schlafen? Wo bist du? Hallo? Was machst du? Um sich kümmern, ja. Ich wollte aber hier weiterlesen. Es fehlen 5 X-Flügler-Teile. Frage Mitglieder des Widerstands, wo du Ersatzteile findest. Wenn du genügend beisammen hast, klicke auf den X-Flüger im Lager des Widerstands, um die Teile zu ersetzen. Ja, da müssen wir ja wieder rüber. Dann würde ich sagen, machen wir das beide. Zum Widerstand. Und dann gehen wir nochmal zum Außenposten. Da, wo die Kantine ist. Ich vergesse immer den Namen. Und gucken da noch, ob wir Altmetall finden. Obwohl, hier könnte ja auch schon Altmetall sein. Hm. Also ich suche zu wenig nach diesen Schrotthaufen, aber ich muss sagen, ich bin auch... So, dann reden wir mal mit ihm. Nach X-Flüglerteilen reden.
Wie oft muss ich das machen? Steht da nicht. Ich muss nur die Teile finden. Okay. Bestimmt in der Höhle vielleicht? Oh, ich bin energiegeladen. Sehr gut. Was sagt er uns? Doc Onda hat eine Menge Sachen in seinem Laden. Es würde mich nicht wundern, wenn er über die Jahre ein paar X-Flügler-Teile angesammelt hat. Wo war nochmal Doc Onda? Dürfen wir jetzt nicht vergessen. Reden wir noch mit jemand anderes über das Thema. Fragen wir sie nochmal, was sie noch so sagt. Und hier sind keine Schrotthaufen, ne? Doch, da. Nein, du sollst den untersuchen. Schrotthaufen untersuchen. Genau. So, du rennst hier noch durch die Gegend. Also mein Ziel ist heute noch wirklich, einen Druiden zu kaufen. Weil ich finde das voll süß. Ja, er hat noch ein Altmetall gefunden. Ja, das ist doch super. Oh, ganz schön viel Altmetall. Jetzt reden wir erstmal mit ihr. Jetzt habe ich schon wieder den Laden vergessen. wo wir Teile kaufen können. Ich hatte das Glück, ein paar Ersatzteile in Versorgungskisten in der Stadt zu finden. Okay, hat sie uns die jetzt gegeben? Ah, nee. Ach so, in den Versorgungskisten soll ich gucken. Ah, oh Gott. Okay, was sagst du noch? Fragen wir sie noch und dann gehen wir rüber. Vielleicht finden wir jetzt hier noch einen Schrotthaufen. Das wäre natürlich ideal für Bale und den Druiden. Aber ich sehe jetzt nichts. Manchmal findet man Ersatzteile in Schrotthaufen. Ja. Hat er vielleicht Ersatzteile gefunden? Was hast du hier? Datenstift? Nee. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück in die Stadt und schauen mal in den Läden, in den Versorgungskisten. Black Spire Outpost, so hieß das. Und währenddessen sucht Bell noch nach Schrotthaufen. Weil wir brauchen ganz schön viel Altmetall. Ich möchte jetzt nicht alles kaufen. Was hat Bale eigentlich für eine Mission? Das haben wir noch gar nicht geguckt. Stimmt, was musst du denn machen? Informationsfragmente auf Batuu sagen. Öffne Versorgungskisten, hacke Bienenfutter oder sprich mit Leuten auf Batuu. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Dann machen wir das mal. Also gucken wir mal erstmal nach Schrotthaufen. Hier ist ein Bedienfeld. Also Informationen sammeln. Muss das Bedienfeld hacken, um diese Interaktion auszuführen. Okay, dann analysier mal das Bedienfeld und du musst in den Laden. Wie hieß der denn? Ne, Ogas Kantine war das nicht. Da kann man nichts kaufen. Ah, genau. Der hätte noch Sachen. Da gehen wir da zuerst hin. Und wo ist hier? Genau, hier ist Bale. Soll ich denn? Ich muss es hacken. Und dann hacken. Durch. Okay, haben wir jetzt hier irgendwas? X-Flügler-Teile. Kann ja direkt 5 kaufen. Oder? Dann hätten wir es. Okay, das ist aber langweilig. Komm, wir kaufen erstmal 3 und durchsuchen dann die Versorgungskisten, genau, hier wäre zum Beispiel eine. Dann versuchen wir das mal. Und dann können wir vielleicht... Wo ist er schon wieder hin? Warum rennst du... Oh, wo ist denn jetzt schon wieder das Ding? Du sollst das doch hier machen. Hacken üben. So, wo bist du? Da. Gucken wir mal, ob wir... da auch noch Teile finden. Oder vielleicht finden wir auch Altmetall. Dann können wir das Bale geben.
Okay, die braucht noch ein bisschen. Er braucht auch noch ein bisschen. Okay. Ich finde es übrigens bei Nacht hier sehr, sehr schön. Also sieht echt super cool aus. Ist jetzt fertig? Sehr gut. Hast du toll gemacht, Moni. So, dann gucken wir mal, was wir da finden. Was haben wir da gefunden? Okay, nichts, was wir gerade gebrauchen können. Aber vielleicht irgendwann mal. Lass rühren wir den Glücksbringer. Vielleicht bringt uns das ja Glück beim Teile suchen. Was haben wir noch? Hier ist auch noch einer. Dann machen wir das danach. Oh. Du hast Programmierfähigkeit 3 und dann... Toll. Dann müssen wir uns was anderes suchen. Such dir doch mal eine... Okay, dann red mal hier mit irgendjemandem. Weil du... Betören, um Informationen zu einschüchtern. Schwindeln. Nach Informationen fragen. Na, dann fragen wir erstmal normal nach Informationen. Bevor wir hier irgendjemanden... angehen müssen. So, was hast du? Was machst du? Achso, du gehst zu der anderen Kiste. In der Hoffnung, weil der Weg ins Herz, was? Der Weg ins Herz eines Schurken geht über den Magen. Ich verrate dir, was ich weiß, wenn du mir was zu essen bringst. Ja, dann habe ich was dabei? Nee. Dann holen wir noch was zu essen. Nee. Wo war das denn? Essen bei Ronto bestellt. Jetzt habe ich den Typ aber nicht aus den Augen verlieren. Wie hieß denn der? Wallat. Okay. Wallat. Das dauert noch bei dir. Wallat ist bestimmt jetzt in Ogas Kantina. Ich hoffe es mal. Mach mal hinne. Was bringen wir denn? Ein Ronto-Wrap. Aber nicht essen, ne? Kommt der dann ins Lager automatisch? Ja. Okay, dann, wo ist denn Ronto? Nee. Oh, jetzt ist er wieder weg. Okay, egal. Dann fragen wir den nächsten. Vielleicht will er ja auch was zu essen haben. Und Moni ist wieder unterwegs irgendwo hin. Ah ne, da stehe ich noch. Überschreibe die Schlösser, um die Kiste zu öffnen. Jetzt über. Ja, toll. Da kann ich dir leider nicht helfen. Wenn du das nicht auf die Reihe kriegst. Ich würde ja gerne jetzt noch 2 X-Flügler-Teile finden. Schrotthaufen liegen auch hier keine rum. Doch, da. Dann suchen wir mal den Schrotthaufen durch. Ich arbeite an einem kleinen Projekt mit einem Druiden, von dem Mumbo besser nichts erfahren sollte. Bring mir Altmetall und ich teile gerne meine Informationen mit dir. Oh, hab doch Altmetall, aber... Wo bin ich denn schon wieder? Warum rennen immer alle weg? Gewünschtes Objekt geben, um Informationen an. Jetzt muss ich schon wieder Altmetall loswerden. So wird das nichts mit meinem Druiden. Okay. Erzähl mir, was du zu sagen hast. Ein ganzes Altmetall ist weg. Der hat alles genommen. Hallo? Was war jetzt die Info? Alter, hallo? Der hat mein ganzes Altmetall? Und hat mir nichts gesagt? Was ist das für ein Typ? Okay, jetzt reicht's. Jetzt werde ich hier aggro. Einschüchtern. Ich schüchter den jetzt ein. Ist mir jetzt egal. Also... Mein ganzes Altmetall weg und ich habe keine Infos bekommen? Das ist eine Frechheit. Ich bin zu gut für diese Welt. Tunga!
toll. Das klappt bei dem. Oh. Wird in seinen ersten Kampf eingewählt. Was? Oh Gott. Das ist ja. Das läuft ja super. Oh. Altmetall weg. Jetzt wird hier noch gekloppt. Oh Mann. Oh. Ja, mit dem reden wir wohl nicht mehr. Ist das hier mit dem Essen? Ja, hier. Gib ihm sein Essen. Vielleicht gibt der uns ja was Hilfreicheres. Ich gebe nie wieder mein Altmetall her. Verabscheuen sich jetzt. Ja, das ist super. Warum kam kein Stort? Warum geben die hier mir keine Infos? Ich gebe denen was und jetzt kriege ich keine Infos. Ach doch. Hier. Oh. Na, wenigstens war es nicht umsonst. Okay, was willst du haben für Informationen? Auch eine Trachtprügel vielleicht. Oh. So wird das ja nie was. Meine Informationen sind nicht umsonst. Wenn du mir ein paar galaktische Credits drüber reichst. Wie viele willst du denn? 100. Ja, okay, komm. Dann haben wir das nämlich geschafft. Und du musst gleich mal auf Toilette gehen. Zwei Sims anschwimmen. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Druiden. Hallo, könntest du jetzt mal aufhören zu labern und mit dem alleine labern? Okay. Informationsfragmente zum Batu-Bericht zusammenstellen. Klicke auf die Informationsfragmente im Inventar deines Sims und sie. Okay. Aber geh du erstmal auf Toilette. Und dann machen wir das gleich. Wo rennst du schon wieder hin? Ich brauche X-Flügler-Teile. Dann machen wir mal hier weiter. Schlafen? Überbewertet. Ich glaube, das ja. Okay, das hat funktioniert. Was ist da drin? Eine Schlange. Ein Datenstift. Ich glaube, ich kaufe die jetzt. Und 25. Wir müssen auch noch. Wir können auch noch eine Lichtschwert-Herausforderung machen. So, dann würde ich sagen, kaufe ich jetzt. Okay, du kannst ja erstmal schlafen gehen. Und dann kaufe ich die zwei fehlenden Ersatzteile noch. Ist zwar jetzt. Ich habe 5. Ich habe welche gefunden. 5 Teile. Oh, Frage mit Lehrer. Klicke auf die X-Flüge im Lager des Widerstands, um Teile zu ersetzen. Okay, das heißt, wir haben unsere 5. Wo auch immer die jetzt auf einmal alle herkommen, oder waren die doch in den Kisten drin? Ja, was machst du? Auffrischen. Ja, Toilette benutzen. Schlafen müsstest du auch. Dann geh auch mal schlafen. Und dann schlafen sie jetzt irgendwie alle. Glücksbringer berühren. Jetzt habe ich euch einen Druiden versprochen in dem Part, aber dann wird es wahrscheinlich erst im nächsten Part. So, und du machst jetzt hier für 2 Informationen. Es fehlen doch 2 Informationsfragmente. Ich dachte, ich brauche nur 3. Okay. Dann muss er gleich nochmal mit jemandem reden. Betören. Komm, wir betören die mal. Vielleicht hilft das ja was. Wie lange schlaft ihr eigentlich? Die hat jetzt Hunger. Dann kannst du danach noch was essen. Spaß wird auch überbewertet. So, dann geht das ja jetzt ganz schnell vonstatten. Dann isst sie noch was. Bale ist auch wieder wach. So, ich kann. Nee, ich brauche jetzt keine. Ich habe meine 5 Teile. Das heißt, ich brauche sie gar nicht mehr. Glaube ich zumindest. Nee, ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. Ja. Dann würde ich sagen,
isst sie jetzt noch was und fliegt dann rüber oder läuft rüber zum Widerstand, zum X-Flügler. Und bei dir machen wir mal anders weiter. Im nächsten Part. So. Die isst jetzt noch gerade. Gucken wir mal zum X-Flügler. Und dann beenden wir den Part demnächst. Es tut mir leid. Beim nächsten Part gibt es auf jeden Fall einen Druiden. Weil der eine hat mein ganzes Altmetall weggezockt. Also, es ist ja eine Frechheit. Ich dachte, er wollte nur eins. Nee, klaut er sich direkt alle. So, fehlende Ersatzteile in den X-Flügler einsetzen. Das wird doch bestimmt sehr lustig werden. So. Ablenkungs... Oh, ich muss... Ich kann fliegen gleich damit. Okay, beeil ich. Das machen wir noch in dem Part. Das ist natürlich mega. Das ist richtig cool. Nur an einer Stelle setzt ihr die ein? Ja, anscheinend. So, jetzt soll ich damit fliegen. Ein Ablenkungsmanöver fliegen. Okay. Hallo, wie cool ist das denn? Aber hebt die nicht ab? Wie geil ist das denn? Habt ihr das gesehen? Wie cool war das denn? Moni steuert den X-Flügler T70, ich habe aber T50-Teile gekauft, soweit ich mich erinnere. Egal. So auffällig wie möglich durst das Territorium der Ersten Ordnung. Die Erste Ordnung schluckt den Köder und beginnt mit der Verfolgung. Das Schiff nähert sich viel schneller, als Moni gedacht hatte. Der Adrenalinspiegel steigt. Was soll sie tun? Ja, ich kann nur eins auswählen. Versuchen, das Schiff abzuschütteln. Ja, da brauche ich mehr Raumfahrttechnikfähigkeit. Das habe ich übrigens auch erworben mit dem Raumschiff. Also wie cool ist das denn bitte? So, mal gucken, ob das klappt, mit dem Schiff abzuhängen. Also, allein das Outfit hier ist mega. Also, das sah jetzt richtig cool aus. So. Oh. Moni erhöht die Geschwindigkeit und fliegt dicht gefolgt vom Schiff der Ersten Ordnung durch den versteinerten Wald. Sie verliert das Schiff der Ersten Ordnung in der labyrinthartigen Landschaft aus den Augen. Er leidet jedoch Schaden, als sie versucht, mit zu hoher Geschwindigkeit eine Haarnadelkurve zu fliegen. Sie kehrt kleinlaut zum Lager des Widerstands zurück. Wie lobt das Ablenkungsmanöver, erwähnt jedoch den beschädigten X-Flügler und merkt an, dass Ersatzteile nur schwer zu finden sind. Ja. Schade. Aber ich fange ja auch erst an zu fliegen. So, dann, aber das war schon mal richtig cool. Wo haben wir denn die Wii? Oder machen wir das im nächsten Part? Die Wii, da ist sie. Bericht erstatten. Glücklich, das kann ich mir vorstellen. Weil eingeschlafen. Achso, nee, ich dachte, die ist glücklich wegen dem Flug, aber nee. Das ist doch schon mal mega. Und dann haben wir unsere zweite Hauptmission auch erfüllt hier. Als Hoffnungsträger für den Widerstand. Dann bin ich mal gespannt, was hier als nächstes auftaucht. Ja. Mission abgeschlossen. Hört sich an, als hättest du ein ziemliches Abenteuer erlebt. Ich denke, du wirst gut zu uns passen. Mission abgeschlossen. Widerstandsruf hat sich erhöht. Belohnung 7 im Inventar. Dann Sims nach. Sprich mit Vi Moradi im Lager des Widerstands, um deine nächste Mission zu erhalten. Okay, das haben wir. Dann haben wir jetzt hier nämlich nichts. Aber hier haben wir 3 Sims für den Widerstand rekrutieren. Ein Druidenkumpel beschaffen. Oh, sie möchte auch ein. Im Bezirk der Ersten Ordnung Sperren überschreiten und 2 Versorgungskisten plündern. Das sind unsere Hauptmissionen. Wir haben jetzt noch keine Nebenmission, aber dann quatschen wir noch schnell mit der. Bitten, Mission zu sehen. Ja, dann gucken wir mal. Was sie noch für Mission hat und dann, ja, würde ich sagen, beenden wir den Part. Oh, sie hat aber viele. Alltägliche Probleme. Unser Camp einsatzbereit und in Betrieb zu halten, erfordert eine Menge Vorräte. Dies ist eine einfache Mission,
die für unser Überleben allerdings unerlässlich ist. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die. Ja, dann haben wir das soweit. Es ist doch noch am Ende was passiert mit dem X-Flügler, muss ich sagen. Das war echt cool. Die Prügel mit Bale, naja, das ist ein bisschen fehlgeschlagen. Er ist noch nicht der beste Schurke. Aber ja, dann verabschiede ich mich für heute bei euch. Hoffe, der Part hat euch gefallen. Beim nächsten Part auf jeden Fall gibt es auch einen Druiden. Das kann ich euch sagen, versprechen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat oder der Part hier, die Sims für die Reise nach Batuu, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ein Abonnement und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dann. Ciao.